Hallo zusammen! Ich komme gerade von einem Mittagsschläfchen. Ganz verlegen sage ich das, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe heute arbeiten dürfen, respektive ich gehe noch mal arbeiten. Ich habe so einen Dienst mit einer Zimmerstunde, kann man sagen. Aber ich bin im Briefkasten schauen und die liebe Pinkbox ist gekommen. Und ich wollte doch gleich schon reinschauen. Und das machen wir! Zuerst, als ich aufgewacht bin, dachte ich, oh, ich mag nicht aufstehen, ich mag gar nicht arbeiten. Dann geht man am Briefkasten und sieht, dass Pinkbox da ist. Und schon macht es mit der Laune. Gäbi? Speziell, nicht normal, aber ja. Und hier haben wir die liebe Pinkbox. Okay, ich habe hier gerade noch einen Flyer drin. Den zeige ich euch doch für einen Rabatt, nehme ich an, 20% Rabatt von den Ivy Bears. Das sind so Vitamin-Gummibärchen. Also, eins ist gut für die Haare, eins für die Haut, eins für die Balance und so weiter und so fort. Also etwas, was ich wahrscheinlich nicht werde ausprobieren oder bestellen. Weil so Sachen musst du über eine längere Zeit drum nehmen und dann wieder eine Pause meist. Das ist nicht meins. Aber danke für die, die es können brauchen. So, also Pinkbox, hört. Ich habe das Gefühl, ich schmecke schon etwas. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich hoffe jetzt nicht, dass so Ivy Bears drin sind. Also hoffe nicht. Ich würde es essen, aber es macht mir nicht so Freude. Oh jö. Irgendetwas schmeckt. Ich weiss noch nicht was. Wir machen ein Schläufchen auf. Und machen das Klebchen auf. Und dann kommt schon mal der Prospekt entgegen. Und er ist ganz schön gemacht mit so einem Blumenprint. Zumindest mir gefällt es. So Blumenprint so in der im 70er-Stil, würde ich jetzt ein bisschen sagen. Es erinnert mich an die Vorhänge von früher. Jo, was erzählt sie denn, die liebe Pinkbox? Also, liebe Beauties, endlich ist es soweit. Der Frühling ist da. Die Wintermüdigkeit einfach wegzuwischen und dem Frühling mit all seinen wunderbaren Farben und Düften Platz zu machen. Freut euch auf eine Box voller Beauty-Helfer, die euch und eure Haut optimal auf den Frühling vorbereiten. Damit steht einem gelungenen, versüßten Start in die neue Saison nichts mehr im Weg. Auf einen wunderbaren Frühling, ihr Pinkbox-Team. Also, Frühling, etwas für die Haut. Also müsste etwas Haut, Körper, Gesicht sein. Mein Gesicht könnt ihr brauchen. Im Moment ist spinnt, das kann ich euch sagen. Jo, Frühling, jo. Schau mal, was Pinkbox unter Frühling versteht. Zuerst einmal haben wir hier ein Müsterli drin vom Neutrogena Hydra Boost. Inklusive für einen Coop Prozentgutschein. Der ist bis im Mai innen gültig. Ich muss sie probieren. Weil ich habe immer das Gefühl, meine Haut hat eigentlich schon relativ genug Feuchtigkeit. Ich bin nicht so ein Trocknungsfämli. Dann haben wir, oh, das finde ich jetzt eher wieder spannender. Von Rituals. Ein Rabatt-Ski 15%. Ich würde nämlich mega gerne mal so ein Rituals Produkt ausprobieren. Ich habe noch nie eins gehabt. Und alle sagen, das schmeckt so himmlisch. Den muss ich mal im Internet anschauen. So. Ich verstand, warum wir das Müsterli gekriegt haben. Wir haben hier innen nämlich so Abschminktüchli, sage ich jetzt. Von Neutrogena, von den Hydra Boost. Aqua Reinigungstücher mit Hyaluronsäure. Und die lieben Tüchli würden mich kosten 4,95 Franken im Laden. Es sind 25 Stück drin und sie erzählen hier Neutrogena Hydra Boost Reinigungstücher, spenden Feuchtigkeit und entfernen selbst wasserfeste Mascara. Für spürbar geschmeidige Haut mit Hyaluronsäure und in Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt. Ja, eigentlich ist Neutrogena, glaub, wirklich eine tolle Marke. Ich habe schon auch Gesichtsmasken ausprobiert. Das Cremli habe ich auch schon mal gehabt, das auch nicht schlecht war. Von dem her gesehen. Ja. Dann machen wir weiter. Haben wir hier etwas Kleines zum Essen. Und zwar ist der Taste of Nature.
Organic. Und bei meinem Glück hat es hier sicher, ich tue mal schnell lesen, weil ich bin eben auf Haselnüsse allergisch. Wir haben hier Agavensirup, Kokosnuss, Mandeln, Erdnüsse, Reissirup, Leinsamen, Kaschwi, Vollkorn, Sonnenblumenmischung. Und so weiter. Und dann irgendwelche Zitronenöl und irgendwelche natürlichen Aromen. Das kann ich essen. Dann nehme ich heute zur Arbeit, das Stärkung. Gefällt mir gerade. Doof, oder? Ich habe Freude an so etwas. Weil meistens haben sie Erdnüsse drin und das ist dann nämlich nicht so toll. Das ist ein Extra, das drin ist von der Pink Box Team. Und zwar ist das eigentlich 6 Produkte statt 5. Steht jetzt auch kein Preis dabei, aber ich denke, der wird nicht alle Welt kosten. Diese Bio-Riegel sind glutenfrei und vegan zertifiziert und so natürlich und wild wie die wunderbaren kanadischen Landschaften, die sie inspirierten. Ah ja, das kommt aus Kanada. Made in Canada steht drauf. Gut, dann muss ich die andere Seite legen, das vergiss mitzunehmen. Ich habe, glaube ich, jetzt auch gerade entdeckt, was ich geschmückt habe. Und zwar... das spiegelt so. Das habt ihr, glaube ich, keine Chance, um das irgendwie zu lesen oder identifizieren. Es ist eine Kerze. Ja. Die hat ziemlich etwas wirklich Parfüm-mäßiges. Und da, schau, jetzt habe ich endlich etwas mal von Rituals. Zwar nicht für den Körper, sondern ein Relaxing Candle. Scarlet Lotus und Jujube von Rituals. Und zwar... liebe Leute. Wisst ihr, was die Mini-Candle würde kosten? Ich finde es Wahnsinn. 8.90 Franken. Das sind 15% Rabatt, nicht mehr viel. Auf alle Fälle, meine sie. Luxuriöse Mini-Duftkerze aus der neuen The Ritual of Gin-Kollektion mit dem beruhigenden und entspannenden Duft von heiligem Lotus und Jujube. Die Kerze besteht aus Sonnenblumenwachs und eignet sich perfekt für eine Auszeit vom Alltag. Gönne dir einen persönlichen Ying-Moment. Sorry, ich musste lachen wegen der heiligen Lotusblüte da drinnen. Muss das ja schon etwas sein, ja? Gemein, wenn ich darüber die Lache weiss. Es geht weiter, es hat diesmal gar nicht so viel das komische, von dem komischen Papier drin. Sonst ist sie einmal relativ voll. Ich sehe da etwas, aber ich nehme glaub, zuerst das andere Produkt. Und ja... ja, habe ich im Moment. Es geht viel immer wieder in den Abo-Boxen. Und zwar haben wir hier von Blistex einen Lippenbalsam. Lippenbalsam allgemein habe ich im Moment wirklich noch relativ viel. Es sind nur von Blistex, sondern allgemein. Und zwar Ultra Protection. Oh, hat einen Lichtschutzfaktor 50. Das ist natürlich eine geniale Sache. Der kostet, es ist auch Wahnsinn, oder Leute, 8.40 Franken kostet der Keimbaum. Und sie schreiben, der ultimative Sonnenschutzfaktor 50 und sehr angenehmen Anwendung hinterlässt keinen weißen Film. Spendet Feuchtigkeit bei trockenen und spröden Lippen, enthält die wirksamen Antioxidantien Vitamin C und E. Gut. Ich muss den jetzt heute nicht anstreichen, weil wir endlich wieder mal Regen. Mutter Natur hat es wirklich gebraucht, also darum sagt es Angie auch endlich. Dann... spannend. Das klingt jetzt spannend. Habe ich hier vom lieben Kneipp... ja, ihr lest es richtig. Eine Tuchmaske. Ich habe nicht gewusst, dass Kneipp eine Gesichtsmaske hat. Also wirklich nicht. Hat einen Wert von 4.80 Franken. Und eine Detoxpflege. Und Pinkbox meint, die klärende Kneipp-Tuchmaske Detoxpflege mit Bambuskohle, Algen und Moringa-Extrakt reinigt und pflegt deine Haut in nur einem Schritt. Die Formel mit dezentem Duft befreit deine Haut von Umweltschadstoffen.
Deine Haut wird gepflegt und sichtbar praller. Für eine verbesserte Ausstrahlung. Das ist cool, auf das freue ich mich. Ich habe kein Produkt. Lustigerweise. Lang nicht mehr gerne gehabt, wirklich lang. Und dann habe ich den Adventskalender bestellt. Und bin dann wieder ein bisschen auf den Geschmack vom Kneipp. Sie haben eigentlich schon noch tolle, feinschmeckende Sachen. Jo. Und dann kommen wir doch noch zum letzten Produkt. Und das ist schwer, okay. Eine Smashbox. Ist in so einem Karton drin, ich komme ein bisschen näher quasi. Ich probiere den Karton jetzt mal aufzumachen, ohne dass ich gerade alles kaputt mache. Oh. Oho. Seht ihr das? Also so blumenmäßig changieren, oder wie sagt man dem? Schön holographisch, oder? Und, wie sehen die Farben aus? Jo. Oben, wo ich jetzt die Hand her habe, haben wir ein Spiegel. Und so sehen die lieben Farben aus. Also ein bisschen in erdigen, schimmrigen, goldigen Tönen. Ich mache doch jetzt mal ein Swatch davon. Also so sieht es schon mal auf dem Finger aus. Lotzen kann man sicher gut aufbauen, dann machen wir vielleicht auch noch so ein komisches Braun. In jeder Palette drin, das komische Braun, nennt sich ja so. Und dann machen wir doch da noch ein dunkles Gold, das sind wie verschieden. Oh, holla die Waldfee. Ja, also ich weiss nicht, wie gut dass ihr sie kennen, das wären drei Swatch. Wahrscheinlich eben gerade ein schwieriger, auch schon vom Lichtverhältnis. Ja, ja. Da wäre irgendetwas, das. Da ist ein Gold drauf. Da haben wir das Grün. Und da wäre das komische Braun, wie ich es betitelt habe. Ich stelle euch wieder etwas anders. Das komische Braun. Also. Ja. Ja. Auf den Finger sieht man es fast noch besser. Das ist das komische Braun. Da hätten wir das Gold. Muss auf dem Auge getestet werden. Das Gold hat ziemlich. Gerade ein Brösel. Das muss man vorsichtig reintappen mit den Pinsel. Und das ist wow. Von Smashbox eine Covershot Eye Palette Dessert. Die Covershot Eye Palette Dessert ist eine sorgfältig kuratierte Palette mit 6 Lidschattenfarben und 2 Basisnuancen in doppelter Größe. Die warmen, erdigen Töne und cremigen Schimmertexturen und samtig matten Finishes erinnern dabei an die kalifornische Küste. 39 Franken würde die liebe Smashbox kosten. Wow, auch genug, hä? Und jetzt, eben, was haben sie gesagt? An die Wüste von Kalifornien. Ja, du, warum auch nicht? Das Package ist irgendwie noch herzig, finde ich mal. So, ja, kann ich nicht schlecht zeigen, aber es ist so vom Deckel her, also wie ein magnetischer Deckel. Jo. Das ist Pinkbox. Hat mir gefallen eigentlich so. Was soll ich sagen? Wunderbar, habe ich wirklich gefunden, ist natürlich die Lidschattenpalette. Wunderbar habe ich gefunden, Kneipp-Tuchmaske, weil im Moment posten und krömeln ist schwierig. Ich habe das aber eben auf meinem YouTube-Channel schon mal gesehen. Also das geht, aber wieder vergessen. Was mir auch gefällt, auch wenn es leider nicht das Produkt ist, wie ich es am liebsten hatte, dass es keine Bodylotion oder Duschgel, sondern Kerzen von Rituals, finde ich auch super. Die sind, naja, ich brauche nicht unbedingt eben so viel Gesichtsreinigungstücher, darum naja. Auch hier sage ich im Moment gerade naja, weil eigentlich habe ich ganz viel Lippenpomade zur Zeit, habe aber keinen mit dem Lichtschutzfaktor 50, das muss man betonen.
Und du sag jetzt einfach mal im Voraus, auch toll, weil ich, dass du Kaffee dann nehmen kann, wenn ich wieder am Arbeiten bin. Also sicher, toll. Pinkbox war vom April. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt es gut und ihr müsst gar keinen Kommentar schreiben zu dem Horn, den ich hier oben habe, der die ganze Zeit schon so absteht. Weil das kommt vom Kopfkissen, den ich vor meiner Mittagsruhe gemacht habe. Also, wie auch immer, habt es gut. Ciao!